Ja. Ja. Oder eine schlechte Karte bin ich, oder? Wait! I've just prepared a... Stop it! Sherry's in serious trouble. William implanted her with his embryos. There's no telling when they'll pupate. And if that happens, then Sherry won't... won't... What? William... William... You're alive. Okay, der mochte seine Frau nicht mehr. Scheinbar nicht. Ach, herrje. Darfst du jetzt nochmal gegen William ran? Ich vermute demnächst, ja. Okay. Ah ja, ich glaube, ich habe so eine Vermutung, dass ich jetzt die Dinger hier brauchen werde. Oh Gott. Aber immerhin, fast hätte Annette uns erschossen. Ja, das ist das einzig Positive, dass sie es dann doch nicht mehr konnte. So, Laborschlüssel benutzt, sehr schön. Da fühlt man sich gleich heimisch. Ja, hier könnte mal der... der Kammerjäger könnte hier mal kommen. Definitiv. Und vielleicht auch eine Putzfrau. Eine Riesenmotte. Hä? Ach so. Ich sollte ihn vielleicht auch ausrüsten, ich Idiot. Es sport dich voll. Das war's. Das ging schnell. Oh, Gift. Und du bist verdammt vergiftet. Ich glaube, ich habe gar keine... Habe ich überhaupt noch ein blaues Kraut? Ja, auf der Bank, in der Kiste. Da war noch eins. In der Kiste hatte ich noch? Ja. Da habe ich gar nicht drauf geachtet. Dann sollte ich schnellstens zurück, wobei ich sollte hier noch die Viecher eben schnell hier platt machen. Wie mache ich das am besten? Ja, am besten einmal mit dem Ding drauf, ne? Ja. So oder so, ich weiß es nicht. Sieht ein bisschen tief aus. Das andere ein bisschen hoch. Oder die Schieß letzten. Einfach. So, so ging das besser. Ja, definitiv. Aber jetzt, ich bin mir nicht sicher, ich sollte mich beeilen, bevor ich hier drauf gehe jetzt. Schnell zur Kiste zurück. Ich bin jetzt nicht ganz sicher, ob das... Also ich glaube, da verliert man immer mehr und dann ist man tot, ohne dass man... Ich wollte gerade fragen, ob man, wenn man da nicht... Du hast ja diese Kombination von Blau und... Quatsch, von Grün und Rot, ob du dann das nicht aufhalten kannst. Moment, wo ist denn die Kiste? Eins immer? Daneben. Also... Jetzt nochmal zurück, den Raum, ja. Hier lang, ne? Genau. Oh nein, nein, jetzt. William is still alive. He's getting stronger with each skin he casts off. Sherry! Tell me what I need to know. How can I save Sherry? I have detailed information. Everything you need to know to prepare the antidote is right here. Okay. Anweisungen für die Synthese des G-Virus-Impfstoffs mit dem Codenamen Teufel. Das ist ein toller Codename. Ich fange mal an zu lesen. Du kannst dann gerne auch einen Teil übernehmen. Nein, Quatsch, mach ruhig. Liebe Leute wollen ja dir zuhören. Nö, aber ich habe mich eigentlich fast jedem Gast das angeboten. Gut, fangen wir mal an. Alle vom G-Virus befallenen Wesen haben das Verlangen, sich fortzupflanzen.
indem sie in anderen Lebewesen ein Embryo einnisten. Sofern der Embryo nicht abgestoßen wird, beginnt er mit der Übernahme der Trägerzellen, indem er sie auf molekularer Ebene infiziert und die DNA neu programmiert. Sobald die Metamorphose abgeschlossen ist, verfügt auch der neue Träger über die Fähigkeit, diesen tödlichen Fortpflanzungskreislauf seinerseits fortzusetzen. Die Dauer dieses Vorgangs ist von Opfer zu Opfer stark unterschiedlich. Im frühen Stadium der Metamorphose ist es noch möglich, ihren Ablauf durch die Verabreichung des G-Impfstoffs aufzuhalten. Der folgende Text beschreibt die Details seiner Herstellung. Jo, also wenn du möchtest, kannst du jetzt den folgenden Text. Kann ich gerne tun. Bitte sehr. Man muss erstmal bei mir. Okay. Für die Synthese des Impfstoffes benötigen Sie den Grundstoff. Dazu gibt es den Aktivator. Stellen Sie den leeren Behälter in den Aktivator und schalten Sie ihn ein. Nach wenigen Augenblicken ist der Vorgang abgeschlossen und in dem Behälter befindet sich jetzt automatisch der weiße Grundstoff. Vergewissern Sie sich, dass das grüne Licht an ist. Entnehmen Sie den Behälter und fahren Sie mit dem nächsten Schritt des Syntheseprozesses fort. Bringen Sie den Grundstoff in den Synthetisierer im Experimentallabor auf Ebene P4. Dieser Apparat arbeitet vollautomatisch und muss vom Benutzer nur eingeschaltet werden. Danach beginnt der Synthesevorgang, der nach etwa 10 Sekunden abgeschlossen ist. Da die Gewinnung des Teufelimpfstoffes ein extrem empfindlicher Prozess ist, haben schon leichteste Erschütterungen oder Temperaturänderungen ihre Auswirkungen auf die Qualität des Ergebnisses. Für die gewünschten Resultate ist ein sorgsames Vorgehen absolut unabdingbar. Vielen Dank. Gerne. Ja, das Gerät haben wir ja schon gefunden. Jetzt brauchst du nur noch den Grundstoff. Ja, das war's wohl. Traurig. Oh Gott. This sequence may not be aborted. All employees proceed to the emergency car at the bottom platform. Ich hoffe. Okay. Oh, ich glaube, ich sollte mich heilen. Heilen, ja. Na, jetzt der Selbstzerstörungsmechanismus wurde aktiviert. Das ist ja eigentlich fast bei jedem Resident Evil am Ende. Ja, das stimmt. Kritisch wird es aber erst, wenn eine Zeit eingeblendet wird und wir uns beeilen müssen. Oh ja. Das ist Gott sei Dank noch nicht der Fall. Das heißt aber, wir sind wirklich kurz vorm Ende. So, ich muss mal eben. Ach ja, aber ich wollte mich ja. Moment, das blaue Kraut. Da, genau. Na Gott sei Dank, hattest du noch eins? Ja, Gott sei Dank. So, sehr schön. Jetzt müssen wir mal überlegen. Achso, wir wollten wieder dahin zurück. Sollte ich nochmal speichern? Ich würde es lieber tun, oder? Ich glaube erst, wenn ich die. Nein, ich speichere jetzt nicht. Okay. So. In dem Raum mussten wir noch an den Computer ran, da wo wir eben waren. Das habe ich bloß nicht mehr gemacht. Ah ja, genau, weil du sonst gestorben wärst. Beziehungsweise Claire. Richtig. Das war ja hier. Genau, in dem Kammerjäger benötigten ja, Raum, der etwas ranzig aussieht. Fragt sich nur noch, wo dieser blöde Grundstoff jetzt ist. Schauen. Vielleicht liegt er ja auch irgendwo im Labor rum. Vielleicht haben wir den noch nicht gesehen oder konnten den vorher nicht nehmen. Computer benutzen, jawohl. Mitarbeiterregistrierung für den Raum Kulturexperiment. Bitte Benutzernamen eingeben. Ach, das war Guess, das haben wir auf einer Datei gesehen. Bitte Fingerabdruck registrieren lassen, okay? Bitte warten.
Gastregistrierung abgeschlossen. Das ging ja einfach. Gültigkeitsdauer der Gastregistrierung 24 Stunden. Okay, ich weiß, wofür das ist. Aber das bringt uns, glaube ich, nicht weiter. Wo könnte denn der Grundstoff sein? So, wir schauen mal gleich nach, wo wir noch nicht waren. Ich meine, hier waren wir jetzt überall. Hier war ja nicht. Hier war hier war nichts mehr. Nee, nur noch das Labor hinten. Aha. Ich schau mal kurz auf die Karte. Okay, das, was wir da jetzt sehen, wo wir noch nicht waren, das ist, glaube ich, da kommt man ganz am Schluss, glaube ich, erst hin. Meine ich zumindest, mal schauen. Brauchtest du nicht auch irgendwo noch so eine Karte? Brauchte man da nicht irgendwo auch noch eine Karte? War das nicht so? Nochmal eine Karte für irgendwie irgendwas? Ja, die hier haben wir noch nicht benutzt. Ja, ne? Ja. Ah, Laborschlüssel, doch, den haben wir schon mal benutzt eben, glaube ich. Oder? Aber ich glaube, da vorne war dann die Tür, wo du auch nicht weiter konntest und... Oh. Was guckt sie da? Ah, Leon ist unterwegs. Leon, we made it. But never mind that right now. Wait a second! What are you gonna do? Where are you going? I still have a few loose ends to take care of. I'm counting on you. Okay, er holt Sherry. Und du musst den Grundstoff zusammen mixen. Oder den Impfstoff. Richtig. Aber wo war jetzt die Tür, die du... Ich glaube, da, also ganz hinten, kurz bevor du rausgehst, oder? Also als du rausgegangen bist, war, glaube ich, genau, war da nochmal so eine Abzweigung davor. Wo wir vorne nicht weiter konnten. Wo wir die drei Typis da besiegt haben. Die Tür vorne. Oh Gott. Moment. Jetzt habe ich mich aber auch erschreckt. Ich glaube, das waren sogar zwei. Ich weiß es nicht, ich habe nur einen auf jeden Fall gesehen. Vielleicht hast du noch welche gehört. Da, die Tür. Ja, das ist... hier brauchen wir diese Diskette, um hier reinzukommen. Ach so, okay. Ich dachte, man braucht diese Kontrollkarte da. Und das ist genau, da kommt man erst ganz am Schluss hin. Wir müssen jetzt mal schauen. Hier gibt es noch einen Raum, wo wir noch nicht waren. Und da blinkt einer, da können wir noch rein. Okay. Das heißt, wir müssen auf jeden Fall wieder nach oben. Und das werden wir jetzt auch. So, aufpassen nicht, dass schon wieder irgendwas von der Decke runtergesprungen kommt. Ich hoffe nicht. Auf nach oben. Jetzt wird's aber richtig spannend. Bist du gerade im richtigen Moment dazu gestoßen? Genau, richtig. Na, vielleicht habe ich ja auch noch Glück und darf das Ende miterleben. Wir müssen mal gucken. Also wir haben noch eine halbe Stunde. Ich würde sagen, das werden wir wahrscheinlich schaffen, vermute ich mal. Das könnten wir durchaus. So, jetzt muss ich nochmal auf die Karte sehen, bevor ich jetzt hier irgendwie falsch laufe. Wir sind jetzt hier. Dann werden wir erstmal in den Speicherraum nochmal und... Bevor ich jetzt irgendwo hingehe, speichere ich nochmal. Ja.
Safety first. So sieht's aus. Hoffentlich kommen wir da jetzt noch hin, weil Leon sollte ja Sherry holen. Vielleicht ist sie dann einfach nur weg. Das oder? Könnte, stimmt, das könnte sein. Ich weiß es halt nicht mehr. Ich erinnere mich auch nicht mehr an alles. Oder sie liegt einfach noch so, da. Auf jeden Fall können wir rein, das ist gut. Mhm. So. So, die Pistole, die brauchen wir jetzt, glaube ich, gar nicht mehr. Na, ja, doch, ist ja auch Munition.